Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simon Zockt. Heute teste ich für euch Dragon Ball Xenoverse auf PlayStation 4. Dragon Ball Xenoverse ist der erste Dragon Ball Teil seit langer Zeit, auf den ich mich mal wieder richtig gefreut habe. Und wir befinden uns gerade hier in Toki City, dem Hub sozusagen des Spiels. Das ganze Spiel wird, wenn ihr es startet, auch über diesen Hub quasi gesteuert. Das bedeutet, selbst wenn ihr jetzt offline ein Versus Battle machen wollt, also das Ganze ist natürlich ein Prügelspiel, ein Fighter, sowas wie die Budokai Tenkaichi Spiele, zu denen ich ja vor kurzem auch ein Review gemacht habe, das findet ihr auf meinem Kanal. Übrigens, wenn euch dieses Video hier gefällt, wenn ihr das informativ fandet, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Aber ja, wie gesagt, also hier Offline-Battles, das bedeutet im Prinzip einfach, ne, Versus-Spiele. Es geht sogar von 1 gegen 1 bis 3 gegen 3. Im Singleplayer kann es auch mal 5 gegen 1 sein und ja, das Ganze ist, wie ihr jetzt vielleicht an den Emotes schon erkannt habt oder wie ihr euch vielleicht jetzt schon gedacht habt, ein bisschen mit Multiplayer-MMO-artigen Elementen tatsächlich. Also in dieser Stadt hier stehen gerade die Spieler von anderen, die Spielercharaktere sozusagen von anderen Spielern, ne, die hochgelevelt haben. Lel. Ja, und man kann sich halt hier eben, ich kann euch leider die Charaktererstellung jetzt nicht zeigen, dass man hat im Moment nur einen Slot, wenn man die Story durch hat, dann kriegt man noch einen zweiten, habe ich gehört, oder so mittendrin, aber die haben halt alle, wie ihr jetzt hier vielleicht sehen könnt, die können wir auch inspizieren, selbst im Singleplayer, wenn ihr eben trotzdem den Server abfragt, werden euch die hier reingeladen, die Spielercharaktere, was ich ganz lustig finde, also man kann hier quasi seinen eigenen Dragon Ball Charakter machen, das ist auch ein zentraler Teil der Story, denn in der Story geht es darum, nicht immer wieder dieselben Sagen, also Freezer-Saga, Cell-Saga und so weiter zu spielen, sondern die werden geändert, das ganze Ding lädt gerade nicht, also es gibt ein paar Serverprobleme, darüber rede ich aber später nochmal, ja, das ganze Ding ist eine große What-If-Story, also das, was Dims in ihren Budokai-Spielen auch gemacht haben. Also Dims hat die Budokai-Spiele entwickelt, die haben, glaube ich, auch Raging Blast entwickelt. Und die Budokai Tenkaichi-Spiele waren allerdings von einem anderen Studio. Aber dieses Spiel ist tatsächlich im jetzt werden wir disconnected, das ist ja wunderbar. Aber ja, das lassen wir mal drin in diesem Video, weil, ne, als Test, dann kriegt ihr einen ganz guten Eindruck davon. Also das ist halt so der große Wermutstropfen im Moment von diesem Spiel, dass die Serverprobleme haben. Also offensichtlich haben sie unterschätzt, wie viele Leute das spielen werden. Das finde ich sehr schade, denn ich wollte die Online-Funktionen auf jeden Fall ausnutzen. Kann ich dann leider in diesem Fall nicht. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, Dims, die das Spiel jetzt hier entwickelt haben, die haben auf jeden Fall Ahnung, die haben auch an Street Fighter 4 mitentwickelt, deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass es halt ein richtiger Fighter wird, allerdings halt so ein 3D-Fighter wie eben Budokai Tenkaichi, was ja nicht von denen war, wo man so hinter den Charakteren die Kamera hat, so, da ist mein Charakter, wo man so, durch die Map fliegen, Sachen zerstören, die ikonischen Angriffe aus Dragon Ball machen kann. Aber das hat sich halt hier tatsächlich hat ein bisschen meine Erwartung nicht erfüllt. Was es nicht schlechter macht, es ist nur interessant. Also ich würde dieses Spiel tatsächlich eher als ein Action-RPG mit einem sehr actionlastigen Kampfsystem bezeichnen. Und das kann ich euch auch gleich eigentlich zeigen. Jetzt sind wir disconnected. Diese Spielercharaktere hier sind vom Spiel selber erstellt. Und hier könnt ihr es schon sehen, da unten habt ihr so dieses Hexagon, ist ein Hexagon, wo hier seine Werte angezeigt werden. Also hier gibt es tatsächlich Stats wie in einem RPG, er hat Equipment, er hat die Skills und das ist das Schöne an diesem Spiel, die Customization. Also es ist nicht nur so, dass ihr auch ein bisschen eben die Charaktere aus dem Dragon Ball Universum spielen könnt, so Son Goku und so weiter, sondern, also hier steht Vegeta gerade rum, das zeige ich euch gleich mal, sondern ihr könnt eben, wie gesagt, euren eigenen Charakter, sogar mehrere Charaktere aus verschiedenen Rassen, also ich bin die Freezer-Rasse, es gibt die Saiyajin-Rasse, es gibt hier Namekianer, die stehen jetzt hier alle rum, könnt ihr erstellen, der hat hier so einen coolen Mohawk und könnt ihm die Moves auch einfach beibringen, die ganzen Charaktere alle drauf haben. Jetzt zeige ich euch mal kurz ein bisschen das Roster. Also ich habe noch nicht alle Charaktere freigeschaltet und hier funktioniert es halt tatsächlich auch so, dass diese Charaktere genauso wie ich eben hier Skills zugeteilt haben. Ne? Die könnte ich jetzt spielen, dann hätten sie diese Skills. Mein eigener Charakter hat diese Skills. Und diese Z-Soul, das werde ich euch gleich noch erklären. Aber ihr seht, ich kann Kaioken und so Sachen, also ich kann auch Kamehameha. Das heißt, ich habe diese Moves gelernt tatsächlich über den Spielverlauf und das ist auch einer der großen Reize. Deswegen sage ich RPG, erinnert mich teilweise auch ein bisschen tatsächlich an Monster Hunter, weil man eben diese Moves
lernt unter anderem auch von solchen Charakteren, die dann als Mentor fungieren. Da macht man eine Questreihe für die tatsächlich. Es gibt aber auch, es gibt auch parallele Quests, wo man dann sozusagen diese Skills dann tatsächlich zufällig bekommen kann. Das zeige ich euch jetzt mal gerade hier. Aber Moment, ganz kurz vorher vielleicht, damit ihr das mal seht, wie tiefgründig das ist. Also ich mache jetzt auch noch demnächst ein Tipps-Video zu Xenoverse 5 Tipps, weil hier sind ein paar Sachen, die man sich jetzt nicht so denkt, wenn man halt einen Fighter oder einen Brawler spielt. Nämlich zum Beispiel zum einen gibt es hier solche Battle-Items. Also man kann sich im Kampf heilen. Das ist wie in einem RPG. Ihr habt Heiltränke, ihr habt Phönixfedern sozusagen. Das sind hier die Senzu-Bohnen. Und andere Sachen, die eure diversen Stats erhöhen und so weiter, euch Buffs geben, euch heilen, das ist wie in einem RPG und die solltet ihr auch dabei haben. In den schwereren Kämpfen, wenn ihr über mehrere Ebenen mit ganz vielen Gegnern kämpft, wie jetzt zum Beispiel, schauen wir mal hier, das sind also diese Parallelquests, sind nicht die Storyquests, also in der Story, das ist ganz lustig, wir sind quasi ein Zeitreisender mit Future Trunks in der Time Patrol und wir versuchen die Zeit wieder hinzubiegen, weil da ein paar neue Bösewichte quasi die Timeline durcheinander gebracht haben. Das ist eine ganz witzige Sache. Also die ganze Story ist quasi ein großes What-If-Szenario und wir sind dann halt mit unserem eigenen Charakter vollständig mit dabei im Dragon Ball-Universum. Und das ist sehr gut gemacht. Also der Fanservice, über den erzähle ich nachher noch ein kleines bisschen. Da sind zum Beispiel so Sachen wie wenn er hier jetzt zum Beispiel in der Mission gegen Freezer kämpft, dann erkennt er, dass ihr ein Teil, also auch seiner Rasse angehört, aber er erkennt euch nicht wieder und fragt dann euch aus. Oder wenn ihr halt gegen Vegeta kämpft, dann sagt er, bist du Freezer oder so und ist halt total verwirrt. Es ist also ziemlich lustig, gerade in diesen Parallelquests, also da muss man halt hier verschiedene Bedingungen erfüllen. Ihr seht es, hier gibt es auch ein paar geheime Win-Conditions, die muss man dann halt herausfinden. Macht auch ziemlich viel Spaß, die kann man übrigens auch im Koop spielen. Und dann findet man halt hier hinten nochmal so ein Screen, wo die Rewards angezeigt werden. Und hier sind dann einmal Ausrüstungsgegenstände. Also man kann quasi echt alle Klamotten von allen Dragon Ball Charakteren, die ihr euch vorstellen könnt, kann man sammeln. Also hier von Krillin den Kampfanzug und so weiter. Und dann eben auch diese Z-Seelen, die geben euch bestimmte Attribut-Buffs tatsächlich. Und halt aber auch hier so Angriffe. Also zum Beispiel hier kann man in diesem, das ist vielleicht nochmal so ein Tipp am Rande, das kommt auch in meinem Tipp-Video nochmal dran. In dieser Mission Legendary Super Saiyajin kann man tatsächlich die Transformation zum Saiyajin kriegen, wenn man die Mission macht. Dafür muss man halt hier diese geheimen Win-Conditions erfüllen und ein bisschen Glück haben. Man muss nämlich hier grinden, tatsächlich. Man muss diese Mission grinden. Ich mache die jetzt auch gerade mal, einfach um euch mal ein bisschen Kampf zu zeigen, nachdem ich so viel gelabert habe. So, nehmen wir mal meinen Charakter. Nehmen wir mal hier Perfect Cell. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich will jetzt endlich dieses Video aufnehmen, weil ich habe heute mal einen freien Tag, deswegen, ich habe es schon zu lange vor mir hergeschoben und hat ja ein bisschen gedauert, bis ich Xenoverse hier hatte und dann musste ich ja noch hochspielen, ich bin übrigens jetzt gerade Level 30, also hier seht ihr es, ne? Hier ist nochmal Freezer dabei, den müssen wir verteidigen, also diese Parallelquest ist quasi, wir spielen und helfen Freezer gegen Super Saiyajin Goku und können aber hier auch noch unser eigenes Team mitbringen. Das könnten auch andere Spieler sein. Und hier ist jetzt das Kampfsystem. Also ihr seht, es ist wie Budokai von hinten. Ich habe hier so einen Boost-Dash. Wenn ich jetzt einen Charakter fokussiere, kann ich ein bisschen schneller dashen. Dann gibt es leichte und schwere Angriffe, die in verschiedenen Kombinationen Dynasty Warriors mäßigen Kombinationen gedrückt werden können, aber das ist nicht der Reiz da dran. Also ihr könnt zwar diese Kombos hier machen, immer wenn da so ein Kringel um den Triangle-Button drumherum ist, heißt das, ich kann den auch aufchargen, den Move, steht auch oben dran, aber das Coole ist halt, ich habe, wenn ich jetzt hier einen von den Triggern gedrückt halte, habe ich hier meine Special Moves und wie gesagt, die kann ich ja lernen und auch ausrüsten, sogar hier dieser berühmte, ich lade meine Energie auf Move, den habt ihr nicht automatisch, den müsst ihr als Skill ausrüsten. Also das Ding hat quasi Skills wie ein RPG, sag ich ja, die ganze Zeit. Und wenn ihr beide Trigger drückt, habt ihr hier eure eure Superangriffe, ne? Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier zu Piccolo fliegen. Könnt ihr ihn hier so prügeln, so ein bisschen. Und dann könnte ich hier noch so ein, das habt ihr jetzt vielleicht nicht gesehen, ich habe schnell den Trigger gedrückt und Meteor Crash ausgelöst. Also ich mach's gerade nochmal. So, jetzt macht er Meteor Crash. Und dann mache ich jetzt noch ein Kamehameha. Zack.
Kamehameha. Übrigens kann man aufladen, das ist auch ziemlich cool, das habe ich erst vor kurzem rausgefunden. Fast alle dieser Skills haben noch irgendwelche speziellen Konditionen, die ihr machen könnt. Also es gibt jetzt hier, also Kamehameha zum Beispiel kann man bis zu 3 Level aufladen. Also wenn ich den nur kurz drücke, macht er ein schnelles Kamehameha, aber wenn ich es auflade, macht er halt ein stärkeres. Seht ihr? Und viele Moves haben sowas. Zum Beispiel kann man eine Distracto-Disc, kennt ihr ja, das ist so ein Move von Krillin, werfen. Und wenn man dann den Angriffsknopf direkt danach nochmal drückt, dann justiert die nochmal ihre Flugbahn nach in Richtung des Gegners, den ihr halt hier im Fokus habt. Und das ist halt richtig lustig, dass viele dieser Moves noch so Spezialsachen haben. Und damit kann man quasi im Prinzip mit diesen anderen simplen Kombos, mit diesen anderen Button-Kombinationen, kann man sich so eine eigene... so eine eigene Kombos quasi basteln. Also die einzelnen Rassen, die einzelnen Charaktere haben unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Kombos, die sie auf diesen gleichen, die haben alle dieselben Button-Kombinationen machen. Hier kann ich auch mich durch die Gegend teleportieren und sowas, das ist alles dabei. Aber wenn man die halt weiß für seine Rasse, für seinen Charakter, den man sich gemacht hat, dann kann man dann den halt quasi komplementieren durch irgendwelche Skills, die man dann hier festgestellt hat, die damit zusammenpassen. Also hier zum Beispiel der Meteor Rush. Und dann gibt es halt auch noch so Sachen wie, ich habe eine Z-Soul ausgerüstet, die halt gerade diese Angriffe, diese Super-Angriffe, die Nahkampfschaden machen, verstärkt. Ne? Und hier hatten wir gerade einen Clash und jetzt mache ich mal Kaioken. Und deswegen habe ich mir halt einen Ultra-Angriff genommen, der auch Nahkampfschaden macht. Und der macht halt jetzt richtig viel Schaden. Ne? Und man kann halt so richtig seinen Charakter designen. Das ist der größte Spaß daran, ist seinen Charakter aufzuleveln. Und ich finde, das Spiel stellt dadurch die Serie Dragon Ball Z richtig toll dar. Weil, ich meine, worum ging es denn da, wenn nicht um das Aufpowern und das stärker werden und trainieren und so weiter. Und alle Story-Gegner, ja, wenn ihr eine Story-Mission nicht schafft, dann müsst ihr erstmal trainieren, dann müsst ihr grinden, dann müsst ihr hier solche Parallelquests machen und so, müsst neue Skills sammeln, vielleicht von eurem Mentor, von denen bekommt ihr ihre ikonischen Moves, von Vegeta würde man dann zum Beispiel Garlic Gun oder Final Flash bekommen, wenn man mit denen trainiert und das ist halt richtig cool, also das macht mir mega Spaß, diese Moves zu sammeln und auszuprobieren, meinen Charakter aufzuleveln. Das Problem ist halt gerade, wie gesagt, dass es online noch nicht so richtig funktioniert. Und also das Kampfsystem, wie gesagt, ich würde halt eher sagen, es ist ein ziemlich actionlastiges Action-RPG. Aber es ist jetzt nur die Moves an sich hier betrachtet, sind nicht ganz so tiefgründig, wie ich das jetzt von Dims erwartet hätte. Wie gesagt, die haben ja auch an Street Fighter 4 mitgearbeitet. Aber das Timing und so, man merkt schon, da ist auf jeden Fall, das ist gut durchdacht. Habt ihr gesehen, da habe ich mich hinter ihnen teleportiert. Da merkt man schon, die Moves haben, die sind aufeinander abgestimmt, das Balancing ist mehr oder weniger in Ordnung. Allerdings ist hier natürlich der Fall, wenn ihr online spielen wollt, müsst ihr auch einen Charakter haben, der auf maximalem Level ist, würde ich mal behaupten. Ansonsten ist es irgendwie unfair. Man kann auch einfach mitten im Angriff hier so einen Teleport machen. Ah. Ah, Mist, doch erwischt, okay. Ja, also ich bin sehr, sehr überzeugt bis jetzt von dem Spiel, muss ich sagen. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal die anderen Rassen angucken, weil die halt ganz andere Moves haben. Zack. Aber, ja, das ist halt so, der Wermutstropfen ist, dass ihr halt einfach nur so ein 2-Button-Kampfsystem habt, ne, und halt noch euren Energy-Angriff. Das Lustige ist, selbst bei denen gibt es Unterschiede, also hier die Freezer-Rasse, die macht einen einzigen starken Energy-Shot, der aber den Gegner stunt und den dann vorbereitet für den nächsten Combo sozusagen. Die anderen Charaktere, wenn die ihren Energy-Blast machen, so wie Vegeta jetzt gerade, die schießen dann halt mehrere Energy-Blasts, also so kleinere und ja, das ist halt auch nochmal so eine Besonderheit. Also die Rassen haben auch Unterschiede. Also manche sind halt schneller als andere, manche laden Ki schneller auf, haben dafür weniger Leben. Ihr habt hier ja 2 Leisten, das habt ihr vielleicht gesehen unter der Health-Leiste. Das Gelbe ist die Ki-Leiste, die ich auch aufladen kann. Darunter ist die Stamina-Leiste, die ich für Blocken und Ausweichen und so benutze. Und viele der Kämpfe laufen halt auf so ein Stamina-Battle hinaus. Also dass ihr quasi mehr Stamina in einer Situation habt als der andere und dann dementsprechend mehr blocken könnt und ihm dann mehr Schaden machen könnt. Ne? So darauf läuft es hinaus. Also dass ihr quasi so wie Tauziehen ist es fast, so ein bisschen.
Also dann, wenn ihr Stamina habt, könnt ihr halt euch auch teleportieren, so wie ich jetzt gerade, und so eine Combo einfach weiterführen. Oh. Ja. Und dann gibt es auch noch defensive Moves, wie Goku das hier gerade gemacht hat. So, machen wir das nochmal. Zack. Bam, 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 bam. Ihr seht, der hat ganz schön viel Health. Aber ich bin auch für die Quest, glaube ich, noch nicht gut genug aufgelevelt, um die halt richtig gut zu packen. Oh, shit. Aber ihr seht auch, also es ist extrem schnell, da ist extrem viel los. Huch. Das ist aber kein Problem, ne? Meine Kameraden können mich jetzt hier aufheben wieder. Das Problem ist nur, Freezer darf nicht sterben und der ist fast hinüber. Also der First Form Freezer. Deswegen werde ich diese Quest wahrscheinlich verkacken. Und wie sie alle auf ihn einprügeln. Also ihr seht schon, das funktioniert einigermaßen mit diesen Battlen mit mehreren Charakteren. So, schnell mal aufschaden. Nein! Okay, er hat nicht auf mich geschossen. Uiuiui. So. Ich habe auch noch hier diesen Move. Bam! Also ja. Oh! Crap. Muss mich konzentrieren. Da, wenn ich so leuchte übrigens, dann wird ein Buff ausgelöst von meiner Z-Soul. Die haben unterschiedliche Konditionen teilweise, wie die ausgelöst werden. Manche haben einfach nur eine gewisse Prozentchance. Ja, da wurde Freezer platt gemacht. Manche haben Konditionen wie, ihr nehmt Schaden und bei einer ganz geringen Prozentzahl der, der Fälle, wenn ihr Schaden nehmt, wird dann halt das Ding getriggert und es gibt euch einen gewissen Buff und so weiter. Das ist alles durchaus tiefgründig. Dass die zwei Button-Kampfsysteme nicht, aber alles drumherum auf jeden Fall. Also es macht echt Spaß, diese Moves auszuprobieren, das muss ich auf jeden Fall sagen. Und die Story finde ich halt cool. Also ich werde euch jetzt auch zum Abschluss nochmal eine Story-Mission zeigen. Ich bin jetzt gerade am Anfang der Buu-Saga. Dann seht ihr auch mal, wie das aufgebaut ist. Übrigens, Vegeta ist gerade mein Mentor. Ich muss ihm für seine Questreihe ein Item bringen, was ich aber noch nicht gefunden habe. Ich weiß, in welcher Mission das ist. Ich müsste die jetzt nur grinden. Ne? Nur mal so am Rande. Übrigens kann ich euch gerade auch nochmal zeigen, was ich hier so für... Klamotten noch habe. Also ich habe hier noch andere... die einzelnen Rassen haben natürlich eigene Ausrüstungsgegenstände, die zu ihrem Stil passen. Aber dann könnte ich aber auch so Sachen machen wie hier, ne? Könnte mich anziehen wie Son Goku. Vegetas Handschuhe. Hier, Gohans komische Schuhe. Und dann anstatt halt hier diesen coolen Scouter, könnte ich auch eine Kappe aufziehen. Oder einfach... coole Sonnenbrille, ja. Also ihr seht, hier gibt's alles. Ihr könnt euch wirklich austoben und das macht auch Spaß für Dragon Ball Fans. Das ist der Fanservice, von dem ich geredet habe. Und unter anderem auch diese Sachen, dass halt die Charaktere erkennen, was ihr für eine Rasse seid und so weiter und dann halt dementsprechend miteinander reden. Es ist auch richtig cool, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie Vegeta mitnehmt in eine Quest, wo ihr gegen Son Goku kämpft. Da sind die Sachen, die die sagen, wiederholen sich natürlich nach einer Weile. Aber dann haben die auch ein bisschen Chat so. Na, Son Goku und so. Und dann Trash-talken die oder so. Wenn die sich aus der Serie kennen, dann haben die auch immer ein bisschen Dialog miteinander. Das ist richtig cool. In diesen Parallelquests, da wo man sich ja wirklich entscheiden kann. Das ist echt nice. Und dann noch ein Aspekt. Das habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Das machen wir gleich in der Story-Mission, da zeige ich euch das. Ihr habt einen Scouter, mit dem könnt ihr einmal sehen, was der Gegner für Skills hat, was der für ein Power-Level hat, sozusagen. Also den Scouter könnt ihr auch benutzen, wenn ihr den nicht so wie ich ausgerüstet habt. Aber da findet ihr auch auf der Map, wie in Monster Hunter, solche Ressourcenknoten. Da könnt ihr Ressourcen einsammeln tatsächlich. Und die könnt ihr jetzt hier dann auch noch kombinieren und mixen zu einmal diesen Z-Seelen. Hier seht ihr auch mal, was die für Sachen machen. Also hier die... macht zum Beispiel was Krasses, die lädt euer Ki automatisch auf und okay. Wenn die Lebensleiste runtergeht, dann wird alles negativ beeinflusst und so. Also ganz krasse Sachen, da könnt ihr euch wirklich austoben und dann halt eben hier so diese Heil-Items und sowas. Das könnt ihr alles aus anderen Sachen zusammen kombinieren, die ihr halt sammelt. Das ist unfassbar tiefgründig tatsächlich. Gut, hier gibt es halt noch einen Item-Shop, da könnte man halt so Sachen wie Scouter, ach nee, hier, Quatsch, das ist der Accessory-Shop. Das zeige ich auch nochmal kurz, bevor wir dann in die Story-Mission gehen. So, zum Abschluss. Also hier gibt es dann halt auch, ihr schaltet die übrigens mit weiterem Bestehen von Story-Missionen und diesen Nebenquests frei. Da habt ihr den
den Ochsenkönig-Helm, also der Vater von Chi-Chi, King Kais Hut und so weiter. Ihr könnt tatsächlich, wenn ihr hier so einen Bu-Charakter macht, hier steht glaube ich einer rum, nee, ist nicht mehr da, doch da drüben müsste der eigentlich stehen, ist nicht mehr da. Schade. Also hier gibt es auch die Majin Buu-Rasse und da kann man quasi, wenn man den richtig designt und die richtige Farbe nimmt und hier die Ausrüstung kauft, kann man King Kai komplett nachbauen zum Beispiel und so, habe ich alles schon gesehen online. Also hier sieht es auch, hier kann man dann auch eben diese Sachen kaufen, die kriegt man aber auch hauptsächlich aus irgendwelchen Quests, also hier kann man nur gezielt was kaufen, das ist auch gar nicht so schlecht. Verschiedene Sachen von verschiedenen Charakteren. Ja, und das zieht sich halt jetzt so durchs ganze Spiel. Man hat auch hier, das ist halt wirklich so wie in einem MMO, man hat hier auch einen Poststation, wo man sich Pakete schicken kann und so ein Quatsch. Also, ja, die haben hier schon wirklich ein halbes MMO, ein RPG mehr gemacht als ein Fighting Game. Das finde ich aber auch überraschend tiefgründiger, wie gesagt, und überraschend einfach... ja, da ist einfach mehr drin, mehr Zeug, wo man Zeit reinhauen kann. Als Dragon Ball Fan, wie gesagt, dieser Fanservice, das ist echt großartig. Also hier ist halt noch eine andere Sache. Man kann eben, hier ist Ginyu, den könnte ich jetzt als meinen Meister nehmen und Vegeta halt ablösen. Das würde halt bedeuten, dass er dann mir Quests gibt, dass ich dann für ihn arbeite und dann seine Moves freischalte, zum Beispiel unter anderem Body Change, den er ja auch in der Serie macht. Dann gibt es hier auch das World Tournament. Das ist allerdings geschlossen. Na gut. Es ist halt, weil es vielleicht gerade Online-Probleme gibt. Also ich habe gehört, man kann das World Tournament auch spectaten. Also man kann da zugucken, wenn das Event ist. Und da habe ich mir halt überlegt, wollte ich jetzt eigentlich auch in dem Review hier am Ende erwähnen. Aber das Problem ist halt leider, dass es Online-Probleme gibt. Also noch ist es nicht so cool. Wollte ich das halt streamen, da selber teilnehmen, mit euch zusammen vielleicht spielen und so. Wir wollten vielleicht eigene Turniere veranstalten und sowas. Ist allerdings im Moment ein bisschen blöd. Da warten wir lieber noch ein bisschen. Das würde ich dann auch nochmal ankündigen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier nochmal eine Story-Mission machen, damit ihr das nochmal seht. Und ja, wie ich bereits gesagt habe, mein Eindruck durchaus positiv mit ein paar kleinen Wermutstropfen. So, jetzt sehen wir auch ein bisschen von der Story. And now we bring you breaking news on the Android threat. Bridgetown, just south of West City, is at this time under attack. Das, was ihr jetzt hier gerade seht, ist der Einfluss dieser Time Bandits, also dieser Schurken in so eine Story. Die buffen sozusagen Charaktere auf und machen die halt evil, aber gut, sie sind halt teilweise schon evil. Nur, das ist halt, wenn die diese schwarze Aura kriegen und diese roten Augen, dann sind die von denen beeinflusst und machen halt was anders und ändern sozusagen die Geschichte, die Dragon Ball Geschichte. Was ich sehr lustig finde. Oh! Nein, wir haben einen Back-to-the-Future-Moment. Trunks verschwindet aus der Existenz. Trunks, your existence is in jeopardy now. The future is just about to change. Gut. Probably the workings of those two. Wait, you want to change history? Erase me, Supreme Kai of Time. Calm down. It's dangerous for you to act now because your existence is ephemeral. However, you don't have much time left. Okay, also muss ich jetzt Trunks den Hintern retten. Das finde ich auch ganz lustig. Also solche Sachen passieren. Ich dachte eigentlich, ich komme jetzt in die Buu-Saga, weil die Cell-Saga hatte ich schon fertig. Aber dann passieren immer nochmal solche Sachen, was ganz lustig ist. Das heißt, ich muss jetzt wohl die Androiden zerkloppen. Mucke auch super übrigens im ganzen Spiel, also die ist sehr, sehr inspirierend, sehr schön, finde ich auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier reingebeamt und nehmen halt jetzt an diesem Battle teil. Und ich denke, danach werde ich die Androiden hier freigeschaltet haben. Jetzt muss ich ein bisschen Button mashen.
Oh oh. Oh, die blockt. Die machen ganz schön Aua hier, die Androiden. Okay. Bam, 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 bam. Und die halten auch vor allem extrem viel aus. Also das... Die sind ja auch beide aufgebufft. Mist. Wenn man genug Stamina hat, kann man einen Block tatsächlich auch brechen. Also so minimale Fighting-Game-Mechaniken gibt es hier tatsächlich auch. Also mit Heavy-Attacks kann man durch einen Block durch, solange man halt genug Stamina hat. Ich muss jetzt aber mal hier so eine Energiekapsel nehmen, ne? Da seht ihr's. Oh, da ist halt, also ich finde die Battles cool, wenn mehrere gegen mehrere spielen. Allerdings mag ich am liebsten immer noch One-on-One, weil man halt da richtig, ne, die Mechaniken ausnutzen kann. Man merkt nur, viele der Angriffe sind tatsächlich dafür ausgelegt. Also es gibt Key-Angriffe, die einfach großräumig hier solche Angriffe ballern. Und das ist halt wirklich nur dafür gedacht dann, um halt mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen. Ich glaube, ich muss die nächste mal nehmen. Nein, Trunks! No! To be continued, würde ich sagen. Also ich denke mal, obwohl ich jetzt verkackt habe, ihr seht ja, ich level hier trotzdem ein bisschen auf, krieg ein bisschen Kohle und so. Wisst ihr ja jetzt, denke ich mal, gut Bescheid, wie das Spiel hier so aussieht. Ne? Und wenn ihr Dragon Ball Fans seid, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eines der Spiele, die ihr haben solltet, die ihr auf jeden Fall haben müsstet. Also das ist der größte Fanservice. Ich finde vor allem das Artdesign der Charaktere ist so gut. Die könnten wirklich, Akira Toriyama hat hier mitgearbeitet. Ich glaube, der hat hier mitgeholfen, die Tokitoki City, diesen Supreme Kai of Time zu designen und so. Aber selbst die Charaktere, die er jetzt nicht designt hat, ne, oder vielleicht hat das ja doch, ich weiß es nicht, aber die ganzen Outfits und all das, mal abgesehen von den Sachen, die tatsächlich aus dem Dragon Ball Universum kommen, die könnten alle daher sein. Und das ist das Schöne. Also es ist wirklich richtig toll. Es ist ein Spiel, wo man unfassbar viel Zeit, glaube ich, verschwenden kann. Es ist halt repetitiv, muss man dazu sagen. Es ist halt ein bisschen grindy. Allerdings, mir macht das natürlich nichts aus, weil ich komme ja auch, ich mache ja auch Monster Hunter. Ich mag Monster Hunter sehr gerne. Wie gesagt, dazu gibt es übrigens auch bei mir auf dem Kanal mal so ein bisschen, wo ich die Serie mal so für Neueinsteiger mit einem Kollege zusammen erkläre. Aber, ja, wenn man damit halt klarkommt und weiß, man muss halt hier ein bisschen grinden, das ist halt so eine Voraussetzung, um halt diese Story-Mission tatsächlich zu schaffen, genug zu leveln und so weiter, dann, wenn man sich darauf einstellt, würde ich sogar sagen einfach, dass es ein bisschen mehr RPG als Prügelspiel ist, dann hat man hier echt was richtig Cooles abgeliefert bekommen, wenn man das aus dieser Perspektive sieht. Aber ich denke, das war ein guter Ersteindruck, ne? Ein gutes Simon zockt, trotz Krankheit ein bisschen aufgenommen für euch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal in mein Dragon Ball Tenkaichi Review reinguckt. Das ist ein richtiges Review, das ist nicht nur ein Ersteindruck. Da habe ich mal so ein bisschen in Richtung Angry Video Game Nerd, JonTron und so weiter versucht, eine Folge aufzunehmen. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht auch viel Spaß beim Zugucken. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.